spreche ich diese netten Leute jetzt bloß an? Hula, 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 hopp! Nein, ganz normal. Ja, wunderbar. Wir verstehen uns schon. Ihr seid also hier in fast original, zumindest original nachgemachten Gewandungen aus der Altsteinzeit. Genau. Wir versuchen, Jäger und Sammler darzustellen, die im niederösterreichischen Raum vor ca. 40.000 bis 20.000 Jahren vor heute gelebt haben. Es waren hochmobile Sammler- und Jägergesellschaften, die sind nicht lange an einem Ort geblieben sind, sondern mit relativ wenig Gepäck und relativ leichten Unterkünften dort durch die Gegend gezogen sind und vor allem auch Großwild gejagt haben. Also wie Mammut, wie das wollhaarige Nashorn, aber auch das Rentier, das Pferd zum Beispiel und im Donauraum zum Beispiel auch das Steinbock. Sie haben aber auch vor Raubtieren nicht halt gemacht, sie haben genauso die Bären erlegt, sie haben Wölfe erlegt, sie haben Füchse erlegt, sie haben Wildbraten erlegt. Da wahrscheinlich weniger wegen dem Fleisch, sondern vielleicht mehr wegen des Pelzes, wegen des Fleisches. Habt ihr eigentlich irgendeine Beziehung zu dieser Epoche, die ihr da darstellt? Also wir haben natürlich alle drei hier eine Beziehung, also wir sind alle drei Archäologen. Aber nicht, ihr seid alle drei in einer Familie liiert. Nein, das nicht. Nur teilweise. Also das ist meine Frau und das ist meine Arbeitskollegin. Wir arbeiten auch nicht in derselben Institution, aber alle drei im Bereich der Archäologie, wobei meine Kollegin und ich, wir sind von der Forschungsgruppe Quartierarchäologie des Österreichischen Archäologischen Institutes. Und hauptsächlich machen wir natürlich Ausgrabungen, wir forschen und wir publizieren auch. Und eigentlich nur spaßhalber am Wochenende versuchen wir, das Erforschte, das Erarbeitete auch so ein bisschen an breitere Publikum weiterzugeben. Also wenn ich das so ansehe und die Modeschau gesehen habe, das versucht ihr nicht nur, das beherrscht ihr perfekt. Danke für das Lob. Wir versuchen natürlich unser Möglichstes zu machen, es auch so lebendig wie möglich zu gestalten und vor allem auch immer die Jüngsten bei uns, die Kinder entsprechend zu erreichen, auch ein bisschen zum Mitmachen zu animieren, zum Mitdenken zu animieren und dass sie sich vielleicht auch irgendwann mal mit dieser Materie beschäftigen. Es ist ja doch unser Erbe. Ihr könnt es auch einfärben. Ne? Da kommen wir her, da haben wir unsere Wurzeln und das ist auch ein Bereich, was in der Schule leider sehr sträflich vernachlässigt wird. Und wenn man sich das vorstellt, ich glaube, heutzutage haben wir eine halbe Seite dieser Epoche im Geschichtsbuch und schwer erfährt man darüber. Tja, und das war dann wohl altsteinzeitliches Kochen. Live. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Erstens, weil ihr engagiert habt, zweitens für dieses nette kleine Gespräch. Auch? Wir sagen ja. Ja. Wow. Warte. Falsch abgebogen. Da geht's raus. Und wenn hier schon niemand aufpasst, 3, 2, 1, meins! Mammut ohne Stoßzähne? Oder Wollhaar-Nashorn ohne Haare und ohne Horn? Nein, ohne Haare, das passt bei mir besser. Ja, und wo man Musik spielt, da lass dich ruhig nieder. Ich bin hier bei einer Musikgruppe aus dem Mittelalter gelandet. I'm here at the music group from the Middle Age. Is it correct? You can say it like that, Paolo. Or is it Stone Age? Stone Age. Also die älteste Musikform, meine lieben Zuseher, die man sich nur vorstellen kann. My question is, do you want to come to the hit parade with this music? There is no hit parade in our style, you know, so we would... In the Stone Age hit parade, you will be number one. Yeah. So can... We can do that. Also, ich habe die hier jetzt gefragt, ob Sie mit der Musik auch in die Hitparade kommen könnten. Natürlich in die Steinzeit-Hitparade geht sich das sicher aus. Und da bitte jetzt nochmal, Achtung, Kapellmeister beginnt. 4, 3, 2, 1, go! Thank you.
Eine Stunde Mahutra. Ikali toisere mataya taya kae ta senna kanna sunna deda. Ja, und diese rhythmische Musik ist die perfekte Überleitung zum nächsten Programmpunkt in unserer heutigen Sendung. Lasst euch überraschen. Ah, da ist ein großes Loch da unten. Da ist auch ein großes Loch da oben. So, das arbeitet nicht. Wir brauchen etwas anderes. Sie probiert ganz gut. Das Loch ist klein. Oh. Aber es ist besser als gestern. Die Linie steht. Angriff. Genug. Kleine Stadtstreicher in der Altsteinzeit wohl machen. Natürlich, Mammut jagen. Und das probiere ich jetzt aus. Platschus! So, hier sehen wir mal, wie man mit einem Steinmesser eigentlich jedes Material bearbeiten konnte. Ein Universalgerät. Hölzchen. Boah, das ist heiß.
Ja, das, liebe Leute, das ist jetzt nicht mehr altsteinzeitliche Musik, sondern aus dem Mittelalter. Stand ich daneben und hab gelacht. Das ist gelogen. Ich hab nicht gelacht. Naja, also den Blaskball, den glaube ich ja noch zur Keltenzeit, aber diese Melitta-Maschine, wenn das ein Keltenkaffee ist. Ja, und ich mach's jetzt wie dieser keltische Krieger und nehme ein Mützchen voll Schlaf, nachdem ich nach Hause komme.